Servus Leute, es ist soweit, es ist wieder Pölle in der Wartezeit und das mal mit den Troublemaker von Bürostar. Schauen wir uns den mal an. Oha, 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 oha. Das sind eigentlich so kleine Böller. Fast so B-Variante oder irgendwas. Ja. Da aber halt mit so Seidenpapier von drauf. 0,6 Gramm. Das auch NM. So ja, ja, jetzt tue ich mal anwarten. Ja, ich mein Fahrbrenner, weil den kann ich nicht haben. Bei den reißen wir es jetzt mal weg. Ich möchte einen. Nein, da ist Donnerde. Und hinten Donnerde. So, probieren wir mal. Ich schätze, dass die gar nicht untergehen. He? Also ziemlich. Ah ja, gescheit ist nichts. So fällt aus wie ein Dünnpfiff. Ja, da wohl, ja. Oha, der war ja, schon besser gewesen. Ja, das schreibt jetzt ja nicht. Für in der Water. Ja, weil die sind echt gar nicht so übel, gell? Druck haben sie schon, ne? Für 0,6, gell? Da wie auch, hä? Da wie auch mal, da muss ich doch fern. Ja, ja, ich weiß schon, was, das müssen wir nicht alle sagen, ne? Ja. Wir müssen es auch nicht alle, weil so nachher, es geht ja um das, dass der Vergleich immer gleich ist. Ne? Ja, das ist schon. Ja, aber leid, dass die Leute singen, so meine ich. Ja, ja, das kann man sich ja vorstellen. Ne? Ja, ist eh schon aus mit dem Vergleich, das ist gleich gar nicht gegangen. So, dann nehmen wir mal noch einen. Ist das der letzte? Ah, der war schon wieder schwach, lustiger, gell? Der war ein bisschen netzer. Ah, weißt du, was machen wir noch? In Mr. K.O. schlägt hier, fahre ich jetzt ein bisschen nachher davon. Passt. Ja? Klingel fast die Anwaschen. Ja, das war's gewesen mit dem Test. Also, bis zum nächsten Mal und Servus! Servus!